herrscht eine sehr gute Stimmung am Flughafen. Wir sind am Weg wieder in Richtung 30 Millionen Passagiere. Wir rechnen für das heurige Jahr mit mindestens 27 Millionen Passagieren. Und da bewegen wir uns dann schon in die Richtung irgendwo zwischen 80% und 90% vom Vorkrisenniveau. Wir wollen natürlich wachsen, wir wollen aber CO2-neutral wachsen. Und darum sind wir sehr, sehr stolz, dass wir im heurigen Jahr CO2-neutral Betrieb führen. Wir haben hier drüben die größte PV-Anlage Österreichs. Wir produzieren fast 40% des Stroms, das wir hier am Flughafen verwenden, selbst. Und dementsprechend ist uns das sehr, sehr wichtig. Und wir wollen in den nächsten 10 Jahren dann den Weg gehen von CO2-neutral zu Net Zero, dass sozusagen überhaupt kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Und zum Dritten wollen wir natürlich die Qualität verbessern. Und hier ist der Zugvogel, der neue Zugvogel, natürlich ein Puzzlestein hier am Weg dazu, dass unsere Passagiere noch eine deutlich bessere Qualität am Flughafen Wien erleben dürfen. Der Flughafen ist eigentlich immer ein sehr, ich sage mal, sehr A, technisches Gebäude, und B, als Passagier ist man immer so ein bisschen gestresst, ja, wo ist mein Gate, wo ist mein Flieger, wann habe ich Boarding? Und wir wollten einfach so ein bisschen einen Kontrapunkt schaffen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen mit dieser sehr entspannten, fast grünen Oase, die wir geschaffen haben. Wir wollten die Leute ein bisschen entschleunigen, ihnen Entspannung anbieten, nebenbei sich zu stärken, ein bisschen auf das Vorfeld zu schauen, einfach um die Zeit am Flughafen feiner und angenehmer zu verbringen, als es vielleicht sonst so die Regel wäre. Wir sind hier im Terminal 2, Airside-Bereich, das heißt, alle Gäste hier sind Passagiere, die sind eingecheckt durch die Sicherheitskontrolle. Wir haben hier Schengen- und Non-Schengen-Passagiere, das heißt, wir haben die komplette Internationalität, heißt, unsere Speisekarte muss halt ganz klar verständlich sein, für den Österreicher logischerweise, aber natürlich auch für den internationalen Passagier, sei es jetzt aus Amerika, sei es aus Asien, egal wo. Es müssen Dinge sein, die verständlich sind. Deswegen haben wir Burger, wir haben Pizza, wir haben Pasta, ja. Einfach Dinge, die bekannt sind und die man halt auch kennt. Wir haben natürlich die österreichischen Klassiker mit dabei. Wir panieren das Schnitzel frisch, Kalbsschnitzel frisch, wird frisch rausgebacken und dann frisch serviert.